Mister, quando è arrivato ha portato equilibrio e la squadra ha trovato equilibrio. Adesso però potrebbe essere l'occasione per vedere Ekuban e Yeboah con destro, ad esempio. Als du gekommen bist, du hast die Mannschaft wieder stabilisiert, gleichmäßig. Aber jetzt, wir brauchen natürlich Siege und für die Offensive. Hast du vielleicht daran gedacht, mit Ekuban und Yeboah vielleicht Destro diese Spieler zu berücksichtigen oder was zu ändern? Ja, also die Überlegung ist klar da, auch mit Eko. Eko hat, finde ich, dann auch im letzten Spiel, wo er dann die 45 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt hat, Allora l'idea con Ansätze Eko. gezeigt. Sicuramente ci sono, l'idea con Eko c'è perché l'ultima partita 45 minuti ha giocato, ha fatto vedere che era nello stato di miglioramento. Und auch Roberto hat, finde ich, jetzt fürs erste Spiel, man muss ja immer sagen, das erste Spiel, Rhythmus finden, hat es nicht schlecht gemacht. Und von daher sind wir in ein paar Überlegungen, wo es durchaus sein könnte, dass wir auch mit zwei Stürmern spielen und etwas offensiver ausgerichtet sind. Ja, also Naturalmente ci sono queste idee perché ha detto Roberto l'ultima partita secondo il mister ha fatto bene, si è comportato bene e dunque sicuramente ci sono anche idee per il mister di forse giocare con due attaccanti. aber was wir natürlich wieder jetzt gucken müssen, und das ist halt immer, wenn man dann auf einmal 4 Tore in einem Spiel bekommen hat, wie ist es entstanden, wie können wir daran arbeiten, dass wir einfach da wieder zur normalen Stabilität zurückfinden. Und das ist sicherlich dann auch ein großer Teil von unserer Wochenanalyse gewesen. Ma il mister ha detto naturalmente quando si perde una partita con 4 gol è molto importante di nuovo di cercare di vedere i sbagli che abbiamo commesso, di avere più stabilità nella prossima partita. Questa settimana ci siamo focussati, abbiamo lavorato anche su questo tema perché questo sarà molto anche importante. Und es war sicherlich so, wenn man jetzt dann auch das Spiel gegen Hellas sieht, waren jetzt schon viele Geschenke, die wir verteilt haben. Und jetzt gilt es daran, keine Geschenke mehr zu verteilen, sondern wir wollen Geschenke annehmen und das in unserer Art und Ha Weise. detto il mister che anche contro il Verona, l'ultima partita con la Lazio, abbiamo regalato, ha fatto molti regali, purtroppo regali che hanno fatto gol e questo adesso bisogna cercarlo assolutamente di evitare e noi stessi magari farsi un regalo. Und natürlich auch wohl wissend, dass es ein Top-Gegner ist. Aber ich freue mich einfach immer, gegen Top-Gegner zu spielen. Nicht, dass man, weil jeder sagt, oh, das wird schwierig und das könnt ihr eigentlich nicht gewinnen, dass wir der Außenseiter sind. Nee, wir wollen, klar sind wir der Außenseiter, aber es ist einfach schon allein in dem Stadion zu spielen gegen so eine Mannschaft. Und ich glaube, sie ist wirklich in der Serie A momentan so die ausgeglichenste Mannschaft. Also, Ha detto il mister che naturalmente giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere. È chiaro che sono i favoriti, è chiaro che noi andremo però lì per fare la nostra partita senza aver paura. E ha detto che è una squadra che forse attualmente in Serie A è una delle squadre più equilibrate nel modo di giocare. Und man hat, sie haben eine klare Richtung, und es ist aber nie so, das hat man gegen Turin gesehen, das hat man jetzt gegen Bologna gesehen, dass sie dann irgendwo zum Schluss hin nervös werden und alles nach vorne schmeißen und dann die Ordnung verlieren, wie jetzt zum Beispiel Bayern München in der letzten Minute, sondern dann nehmen sie halt das 0-0 mit oder das Unentschieden, aber sie verlieren nie groß die Ordnung. Ha Und detto das il ist mister. schon auch eine Qualität, die sie haben, und klar, gepaart mit den Spielern, Einzelspielern, ist es Ha auf jeden detto Fall ein Top-Anwärter. che il Milan, se vediamo le partite contro il Bologna e il Torino, anche se era 0-0 fino alla fine, non hanno mai perso la loro struttura, il loro equilibrio e dunque hanno detto, è come se dicessero, ok, non riusciamo a segnare, ci prendiamo lo 0-0. È una delle squadre che non perde mai la sua struttura, ha fatto l'esempio del Bayern di Monaco contro il Villarreal che alla fine hanno attaccato veramente molto molto e hanno perso la loro struttura difensiva.
Salve mister, io le chiedo, avete già dimostrato di aver fermato big come Roma, Inter, Atalanta, le chiedo allora, servirà quell'intensità, anche quella voglia di recuperare palloni che si è visto in queste sfide per fermare appunto una squadra come il Milan, che ha detto anche lei è una grande squadra? Grazie. Er fragt, wir haben schon jetzt gegen einige große Mannschaften gespielt und das wirklich auch gut gemacht von der Intensität. Und wir haben gezeigt, dass wir dagegen bestehen konnten. Müssen wir das Gleiche wieder bringen gegen diese große Mannschaft, was du gesagt hast, Milan ja auch ist, mit der Intensität, um die Bälle wieder zu erobern, um so aggressiv da zu spielen zu sein. Gute Analyse. Una buona analisi ha fatto lei, veramente. Sì. Sì, bisogna far così. Nein, es ist schon klar, also lag es am Wetter, also allein von unseren GPS-Daten war das einer unserer schlechtesten Spiele jetzt gegen Lazio. Ha detto il mister che i dati basati sulle corse, i sprint e tutto del GPS è stato una delle nostre peggiori partite contro la Lazio. Also ich nehme die Werte immer schon gerne zur Hand. Non buone dei dati, si riferisce. Aber sie bestätigen dann meistens immer so eine Annahme oder widerlegen sie. Und von daher ist es immer ganz interessant. Ich gucke da immer gerne drauf. Und von daher haben wir den einen Fehler gemacht, dass wir sehr viel in Solo-Pressings gegangen sind und da hat die Kompaktheit gefehlt und wir sind nicht so an unsere Leistungsgrenze von der Intensität gekommen. Und das ist genau das, was wir gegen so einen Gegner einfach unglaublich brauchen. Il mister dice che i dati lui li guarda volentieri dopo le partite, perché i dati non, di solito non mentono, sia in modo positivo che in modo negativo. E dunque in quella partita sicuramente i dati non erano positivi, l'intensità non c'era. E naturalmente questo ci serve per la partita di domani. Was hast du noch gesagt mit den Daten positiv? Natürlich die Roma, diese Intensität, aber was hast du noch gesagt zum Schluss? Dass wir die dafür nehmen und ist dann immer ein Indiz dafür, dass wir also jetzt in dem Spiel einfach auch ein schlechtes Spiel gemacht haben, was die Intensität anbelangt. Und da müssen wir natürlich gegen so einen Gegner wieder natürlich in den oberen maximalen Bereich gehen. Dice, come ho detto, sì, il mister, che i dati hanno dimostrato che l'intensità non c'era l'ultima partita e bisogna ritornare a quell'intensità che abbiamo avuto molto spesso nelle partite dove abbiamo fatto bene per domani riuscire a competere contro il Milan. E questo è molto importante, das meinte ich vorher. E questo è molto importante, ha detto, contro la Lazio abbiamo avuto la sensazione che siamo andati spesso a fare un pressing solitario e normalmente noi con le altre partite lo facciamo con la compattezza tutti insieme. Il prezzo solitario costa molte forze ai giocatori e non porta al successo che vogliamo avere per le riprese dei palloni. Tutti insieme fare il pressing, compatti, e quello, dice il mister, sarà molto importante. Buonasera mister, volevo chiedere se non dovesse giocare Sturaro a centrocampo. Lei ha pensato a un altro centrocampista che sa giocare box to box, diciamo per il suo modulo, per il suo 4-2-3-1. Frentrup potrebbe essere un'eventuale soluzione? Grazie. Also, was wir verstanden, dass Tuchel fragt, ja, solltest du auch nicht spielen? Hast du im Hinterkopf einen Spieler, der vielleicht box to box das Gleiche bringen kann auf dem Platz? Ist Morten eine Alternative? Auch sehr gut wieder erkannt, dass das uns wieder so ein bisschen gefehlt hat. Diese Läufe aus dem Zentrum, aus dem Mittelfeld, in die Tiefe. Nicht nur von Stürmern, sondern wie gesagt auch von den Mittelfeldspielern. Ha molto fatto bene l'analisi che avete visto anche voi, che box to box naturalmente non l'abbiamo fatto, adesso l'ultima partita ci è mancato molto e questo è le cose che ci servono, le corse in profondità, e questo è molto importante per il nostro gioco. Das natürlich da Sturo un unglaublich wichtiger Spieler ist. È chiaro che Sturo è un giocatore importantissimo. Gesehen, aber man merkt dann natürlich, wenn das war er einfach angeschlagen, wenn er dann halt nur 70, 80% bringen kann, dann ist es nur ein, ja.
Es ist schwierig auch für Sturo und deswegen haben wir jetzt uns darauf geeinigt, dass er sich jetzt so lange darauf konzentriert, bis er ja, weniger Schmerzen hat und wir sind da glaube ich auf einem ganz guten Weg. Il mister dice che è molto importante per Sturnatura, è un giocatore importantissimo per la squadra, però deve essere al 100%, se a 60-70%. Anche lui dopo difficoltà di rendere quello che sa rendere al massimo, perché fisicamente deve essere al top. Adesso siamo su una buona strada per recuperarlo il prima possibile. Ja, und deswegen ist natürlich Pablo, finde ich, hat schon gegen Atalanta sehr sehr gut gemacht. Dice il mister che Pablo ha già giocato contro l'Atalanta molto molto bene. Und geht eigentlich schon auch in die Richtung, dass er auch mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Mentalität da auf dem Platz spielt. Auch seine Übersicht ist gut und das ist mir schon mal wichtig. Aber Morten ist natürlich klar, gerade auch jetzt, wir wissen genau, die ersten zwei Spiele hat er sehr, sehr gut performt. Dice che Pablo, anche lui, ha dimostrato anche con l'Atalanta nelle altre partite che ha giocato una grande mentalità, un giocatore che corre molto con la mentalità, con come si dice, il cuore anche di dare tutto sul campo, e vede il gioco molto bene, ha una buona visione di gioco. E Morten naturalmente ha dimostrato anche lui le due partite che ha fatto dall'inizio. Hat auf der rechten Seite begonnen, hat zwei sehr starke Spiele ha gemacht. Fatto due partite buonissime, ha giocato molto bene sulla destra, dann, sulla fascia. Dann natürlich auf seiner schwächeren Seite Schwierigkeiten gehabt, dopo, aber das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, das ist die Trainingseinheiten waren auch gut, von daher ist er weiterhin auf dem guten Weg. Von daher. Dice di Morten che dopo la terza partita l'ha fatta sull'altro lato sinistro. Naturalmente non era così facile per lui, però anche Morten si è allenato bene, si allena bene sulla strada giusta, dice il mister. Ja, genau. Und von daher haben wir da sicherlich Optionen. Die wir gucken müssen, welche wir da ziehen, welche Optionen. Und von daher ist es aber trotzdem auch wieder ein Verein gegen Milan, kann man nicht mit Einzelspielern bestehen, sondern dann brauchen wir einfach das gesamte Team und da brauchen wir jeden Einzelnen. Und das ist nicht nur die Startspieler, sondern auch von der Bank her, dass wir da einfach immer wieder was nachschieben können. Dice il mister, das wird unglaublich wichtig sein. Dice il mister che queste saranno anche altre opzioni. Naturalmente è contento di avere queste opzioni, di questi giocatori che potrà far giocare o no. Bisogna vedere, però il mister ci pensa. È molto importante però contro il Milan di non solo un o due giocatori singoli. Lì abbiamo bisogno contro il Milan di una squadra compatta, una squadra che fa tutto insieme, l'uno per l'altro, quello sarà molto importante sul campo per la partita di domani. Buongiorno mister, e in tal senso mi riaggancio a questa domanda, le volevo appunto chiedere come ha visto la squadra in settimana, come ha reagito a questi due passi falsi consecutivi, proprio dal punto di vista dell'atteggiamento, della mentalità. È stata una settimana positiva da quel punto di vista. Esatto, wie hat die Mannschaft reagiert? Das würde mich interessiert. Wir haben zwei Niederlagen, von der Einstellung, vom Training, von der Körpersprache im Training und so. Haben wir gearbeitet, war die positiv diese Woche? Das ist jeder natürlich auch selbstkritisch miteinander umgegangen und versucht, den Spiegel vorzuhalten, dass ich das Gefühl hatte, dass wir alle reflektiert haben. Allora è stato molto importante parlarci naturalmente tra di noi, tra la squadra, di come ognuno ha guardato nello specchio e ha fatto un attimo di riflesso, ognuno si è preso le sue responsabilità naturalmente. Und dass wir einfach in den Spielen sicherlich nicht dieses, aber das hat man ja auch gesehen, das waren immer so Phasen, wo wir es gut gemacht haben, aber Phasen, wo wir einfach dann schon auch ein bisschen weiter weg von unserer normalen Performance waren. Dice il mister, nelle due partite ci sono state naturalmente fasi di gioco che l'abbiamo fatto meglio, ma fasi di gioco naturalmente che non siamo riusciti a dare quello che sappiamo dare. Aber es geht ja dann auch immer offen umzugehen mit dem Thema, dass man, okay, was hat man bis dato erreicht? Ich habe gesagt, auch nach den 8 Spielen haben wir noch nichts erreicht. Il mister ha detto, bisogna anche andare con questa situazione, perché anche dopo le 8 partite positive che avevamo all'inizio, il mister, se vi ricordate, ha sempre detto, ancora non abbiamo raggiunto niente. Ja, und dann
Gibt es immer die Möglichkeit, dass man vielleicht dann wie soll man es jetzt am besten sagen, die Situation, man hat das Selbstvertrauen und hat vielleicht dann zu viel Selbstvertrauen und denkt dann, es läuft schon von alleine. E dice il mister, das ist der eine Punkt, wo dann sein kann. Un punto può essere che dopo 8 partite, ai pareggi, alla fine una vittoria, c'è stata forse una situazione che forse troppa fiducia, troppo pensavamo che adesso andava da sola la situazione, cioè le vittorie venivano da sole. Può essere un punto. Ja, und der zweite Punkt ist sicherlich der, wenn man dann sagt, wir haben uns jetzt wieder in so eine Position gebracht, wo man auch wieder was verlieren kann. Und da spielt natürlich der Kopf eine ganz große entscheidende Rolle. E il mister dice che il secondo punto può essere che siamo di nuovo vicini alla zona di salvezza, siamo arrivati vicino coi punti alla squadra dove forse possiamo raggiungere. Quella forse può essere stata una cosa che ci ha messo o ha messo i ragazzi anche un po' in difficoltà, come la testa. Ja, und das ist, da haben wir uns so ein bisschen selber in dieser Woche viele Gespräche geführt und ich glaube, da waren wir schon klar in unserer Analyse, in was wir auch besser machen müssen und die Meinung war da schon sehr klar, was da letzten Endes rauskam. Il mister dice che questa settimana naturalmente abbiamo fatto un'analisi insieme, abbiamo parlato, le cose sono state chiarite, erano chiare per ognuno di noi. Ja, und von daher geht's dann halt darum wieder diese Art und Weise, wie wir spielen wollen, mehr zu verinnerlichen und genau auf diesen Pfad der Tugend wieder zurückzukommen. Il mister dice che sarà molto importante di tornare in quel modo che vogliamo giocare, in quel modo la nostra base, quello che vogliamo fare sul campo, sarà molto importante tornare su quella strada lì. E quelle sono le nostre forze praticamente.